Hey, grüß Sie, wie geht's? Danke, und selber? Ganz gut, danke. Danke für den Wagen. Bitte. Interessant sind die Bauteile, die wirklich dann ins Fahrzeug kommen. Das heißt im Prinzip, die kommt Drucker raus, wird dann noch nachgefinisht, also natürlich lackiert und dementsprechend nochmal gefinisht und dann ist es auch schon einsetzbar. Geil. Also es kann jetzt zum Beispiel auch in so einer Freiformgeometrie, ich werfe das mal rüber, wie ein kleiner Flummiball sein. Das heißt, ist unser Lastpfad einmal von oben, dann wird sich das bei Druck so etwas ausbeulen. Die Struktur
um den Fachverlauf, wo man es eben gerade in dem Fall benötigt. Dass auch die Materialbeanspruchung recht gleichmäßig ist. Das heißt, du hast nicht irgendwie an einer Stelle viel zu viel. Wenn wir das hier draußen machen, ist schön, dann gibt es mal so eine Pilotanwendung wie hier. Aber Gewinde beispielsweise, werden die auch hergestellt in der Geometrie, Gewinde, oder werden die, also ist das möglich? Also auch eine gewisse. Das heißt, da muss ich noch einmal kurz noch telefonieren, dann ist es auch erledigt Ende der Woche. Und dann habe ich eben noch diese neuen Umfänge, da muss ich quasi nur eine E-Mail schreiben, das heißt auch relativ schnell erledigt. Das ist über 10 zum Beispiel. Ja, dann macht er nochmal so einen Wireless-Striche, weil wir wollen es eigentlich quasi auch danach alle Anlagen machen. Und vielleicht ist so ein Thermometer einmal. Umstellen wir wieder weg. Das machen wir wieder hin. Dass wir vielleicht Umgehungstemperatur messen. Vielleicht machst du auch noch so einen Tropfen hin. Kann ich einen Tropfen machen? Tropfen, das geht. Ah, stimmt. Ja. Okay, kritisch. Und ich bin mal gespannt, wie das läuft. Also ich